Ich bin immer noch im Orbit von Akiva, aber ich will eigentlich gar nicht landen. Ich wollte erstmal noch mir kurz einen Überblick verschaffen, was hier so ist. Zum Beispiel da hinten. Tschu, ein Fragezeichen. Da ist die Station, von der wir gerade gekommen sind, ne? Akka Station. Und da ist ein unentdeckter Ort. Und da unten ist wieder der schöne Transporter. Kann ich hier noch schneller fliegen? Ja. Gib Gummi. Ich weiß noch nicht mal, ob ich auf den Planeten runter will oder ob ich lieber... Oh, da will ich lieber nach Tetris. Ach, das ist eine schwere Entscheidung. Aber ich glaube, ich fliege auf den Planeten runter. Das ist ja so albern. Und da sehe ich davon hier... Du befindest dich im falschen Sektor, abschauen! Festhalten! Versuchen wir zu überleben. Wo bin ich denn ungefähr? Kam da gerade schon die Einblendung, was das ist? Das ist hier... Fallenstellerfeld. Okay. Sie nennen das auch so. Captain Obvious, oder wie? Sehe ich doch was. Das Geile ist, dass man die anderen Schiffe einfach ignorieren kann. Dass die einen hier treffen. Dieser Ort ist vermint. Das war ein Warnschusskollege. Das war eine Mine. Ist irgendwo da drin? Oder davor? Oder dahinter? Nee, ah, hier. Ich glaube, das eine gegnerische Schiff hat sich gerade selbst hochgejagt. Es klang sehr, als sei es explodiert. Aber ich würde ihm ja nicht im Weg stehen. Zwei von drei Schätzen hier schon mal entdeckt. Aber die wurden ja jetzt doch angezeigt. Das ist ja komisch. Hier sind Minen ausgelegt. Weil die anderen ja wiederum nicht angezeigt wurden. Da nah genug ran. Oh, das, da knallt die Mine. Das müsste eigentlich auch wieder ein Schatz sein, oder? Weil das, genau, das ist was zum Bergen. Ja, tatsächlich. Das war der dritte Schatz in dem Gebiet. Und die anderen sind wahrscheinlich dann eher nur so kleine Kisten. Genau. Wunderbar. Und hat er sich selbst auch wieder zerstört? Nein. Dann übernehme ich das. So. Was haben wir denn noch? Wir haben hier Fallenstellerfeld. Wir haben die Station. Wir haben... Da war doch aber... Da waren doch noch unentdeckte Orte. Ha, wir haben sie. Wir hatten eben uns aufs Korn. Kinro-Komet? Ne, da hinten ist noch ein unentdeckter Ort. Nicht genug Power. Okay, aber außerhalb vom Kampf kann man dann einfach in den Reisemodus wechseln. Das geht nur, wenn Feinde in der Nähe sind, nicht?
verbraucht er dann Energie für den Modus. Oh, Shuttle Lambda. Sieh dir diese imperialen Schiffe an. Das ist ein Eskorte. Oh, meinst du, die haben was Wertvolles an Bord? Oh, das könnte natürlich sein. Der Schild. Mal sehen, was Sie geladen haben. Sie aktivieren Ihren Hyperantrieb. Wir haben es geschafft. Ha. Rein. Gute Nacht. Puh, nicht schlecht. So, jetzt habe ich irgendwo habe ich noch ein Fragezeichen. Da. Nee. Konvoi-Schiffswrack. Ach, das habe ich jetzt wahrscheinlich aufgedeckt. Ich glaube, das war es dann auch. Ach, guck mal, das ist jetzt hier imperiales Territorium. Interessant. Zugangsbeschränkter Bereich. Da sind sie nicht so begeistert von. Wenn ich mich hier rumtreibe. Irgendwo was Spannendes. Bunny. Wo sind die Geschütze? Ach, das sind die Plattformen. Da vorne ist auch nochmal eine Plattform, ne? Ja. Boah, hier gleich ein Teil von dem ganzen, von der ganzen Struktur auseinandergenommen, Alter. Der hat gesessen. Oh, das ist ein Thai-Abfangjäger. Und das war ein Thai-Abfangjäger. Da draußen treiben sich die Sonnen. Wir fliehen doch nicht. Seid ihr verrückt? Wir machen die fertig. Ich habe das Gefühl, ich kann es mit dem ganzen Imperium aufnehmen. Nur nicht übermütig werden, Junge. Aber warum eigentlich nicht? Konzentriere dein Feuer auf Schwachstellen.
wollte eigentlich jetzt gerne den Antrieb da unten treffen, aber kein Glück. Gute Nacht. Da bleibt tatsächlich das Wrack zurück. Ist ja cool. So, da unten ist er. Oh, das ist ja auch geil. Der ist gerade in den Schatten von dem Asteroiden eingetaucht. Das Schiff. Cool. Ja, das ist schon fett. Zum Spiel zurückkehren. Ja, wieso fliegt denn der aus dem Gebiet raus? Was ist das jetzt für ein Scheiß? Das ist doch Betrug. Ja, ja. So, hier. Reparieren. Fertig. Aber das ist doch gemein. Wieso darf denn der aus dem Gebiet rausfliegen? Kann ich ja gar nicht hinterherkommen. Wo seid ihr? Kommt her. Und zwei auf einen Schlag. So, wo haben wir denn jetzt hier noch? Noch Sachen zum Zerstören? Beispiel. Achtung, Minen im Gebiet. Schiffskomputer. Das ist voll unfair. Wieso darf der da so raus? Habe ich ja keine Chance. Geil. Alter, was für ein Schlachtfest. Das ist auf der anderen Seite, oder? Nee, ach hier doch. Ach, da holen wir uns erst den. Das dürfte auch wieder eins von den... Genau, von den Schätzen sein. So, das heißt, die haben wir auch alle. Wunderbar. Ist halt auch ein bisschen bitter wieder zu sehen, ne? Dass Ubisoft die Technologie für ein geiles Weltraumspiel hat. Und das aber doch am Ende des Tages bestenfalls so ein bisschen, ja, Minispielcharakter hat. Richtige, vernünftige Simulation oder so. Aber gut, das war bei Star Wars Squadrons, das, was natürlich spielerisch doch nochmal ein ganz Eckchen besser war, aber natürlich auch so ein grundsätzliches Problem. Sie hätten die Technologie für so ein richtig geiles X-Wing oder TIE Fighter-Spiel gehabt. Dann sind sie halt doch so sehr in Richtung Arcade gegangen, auch wieder so sehr in Richtung Multiplayer, wo man sich auch so fragt, hä? Was habt ihr denn gedacht, wie viele Leute ihr damit erreichen könnt? Die Kampagne länger zu machen oder da halt mehr rauszuholen. So. EML 850, das hier ist Sperrgebiet. Kann ich nicht auf den abschalten.
Jäger in der Nähe. Ist gut. Ja, ich würde ja gerne das Feuerleitsystem zerstören. Das blöde Schiff kommt halt nur nicht nah genug an mich ran. Muss ich vielleicht doch in den Orbit gehen. Andererseits, ich wollte ja auch nicht zu einem anderen System fliegen. Von daher passt das ja sogar. Da was, dann gehen wir jetzt doch runter auf den Planeten. Wenn die mich da sonst nicht hinlassen. Mehr ist ja jetzt hier nicht. Lass mal gucken. Nö. Habe ich leer gegrast. Dann schauen wir uns doch den Planeten mal an. Akiva. Ach, jetzt sind wir hinterhergekommen, ja? Meine Damen und Herren. So macht man das. Die Jäger in der Ach Leute, das ist doch jetzt auch eine Scheiße. Was ist denn das jetzt? Zwar alles umsonst. Ah. Oh, wollte doch nur landen. Wieso konnte der jetzt... So ging das jetzt nicht. Alles umsonst gemacht. Toll. 2000 Credits hat mich das gekostet. Der Spaß. Habe ich denn jetzt wenigstens das Schiffswrack trotzdem leergeräumt? Oder ist das alles wieder... Ist das alles nochmal normal? Wenn, dann mache ich es nicht jetzt. Ich gucke zumindest mal. Gib Gummi. 2000 Credits kostet das hier im Weltall. Hör auf, sonst wirst du dafür bezahlen. Das war keine Ahnung. Ganz schön gemein. Ja, hä, ich habe überhaupt nichts gemacht. War ewig weit weg. Da draußen treiben sich dies rum. Gut. Ja, dann scheint aber hier alles... Alles leer geräumt zu sein. EML 850, Sie müssen umgehend erfüllen. Staffel. Die Jäger sind bereits auf dem Weg. Ja, ja, ja. Ich hab's ja verstanden. Na gut, immerhin haben wir das leer geräumt. Hat er also irgendwann mal gespeichert. Na guck mal, und jetzt geht auch die Landung. Sehr schön. Very nice. I like that old time rock and roll. Wie komme ich denn jetzt auf den Song? Cool. Schmuggel, Wildtierhandel, Rebellenaktivität. Sind das nicht deine Freunde, Kay? Sicher. Und nach unserer Aktion auf Kanto schulde ich ihnen was. Ah, wir verwenden alle Sarkasmus. Ausgezeichnet. Wir brauchen einen fähigen Droidenschmied, um am Torwächter vorbeizukommen. Wenn du meinst, das ist Gedeg, glaube ich dir. Glaub mir, tut er nicht. Was weiß denn ein Kleinkrimineller von Kanto über Droiden? Oh, er weiß alle möglichen Dinge. Etwa, wie man unbemerkt einen Hemmbolzen entfernt.
Er hat diesen Stift, der Protokolle löschen kann. Wenn du weiterredest, muss ich dich leider erschießen. Und Kay, ich brauche keine Hilfe. Ich bin nicht kaputt. Neue Karte verfügbar. Schauen wir uns doch mal hier an. Das ist erstmal die Stadt, aber hier gibt es halt auch wieder eine Welt. Das war ein bisschen zu weit. So. Also aus der Stadt, aus Myra geht es dann hier raus. Da haben wir auch schon die ersten Kiva-Aufklärungen, die ersten Suchsachen. Dann hier zum See so ein bisschen. Hier scheint nochmal eine größere Sache zu sein. Und hier ist nochmal ein bisschen mehr Feld. Das ist doch okay. So, jetzt haben wir die Söldnerin. Die können wir dann auf Tatooine uns noch besorgen. So, Infiltration abschließen. Gegner ablenken mit Blaster nieder. Schießen. Schmugglerauftrag abschließen. Ah, das kann ich mal irgendwie ein bisschen beimachen. Hier noch irgendwas? Ja, das passt ja eigentlich überhaupt nicht hierher. In den Dschungel. Andererseits passt es wiederum von der Ausstattung eigentlich ganz gut. Dann machen wir doch Folgendes, dann lassen wir das jetzt hier anders aussehen. Was hätten wir denn da Schönes? So, hier im Dschungel, da passt doch so eine leichte Klamotte. Weißt du noch dazu? Nö. Nö, nehmen wir was Helles, das ist doch ganz nett. Und hier haben wir den, kann mehr Granaten tragen, ich benutze nur nie welche. Die erhalten eine Menge an Adrenalin durch besiegte Gegner. Das Wechseln von Blastermodulen löst nun den Status super abgekühlt aus. Teil von einem Set. Dann haben wir hier mehr Bakterfiolen und erhöht die Menge an Gesundheit, die durch Bakterfiolen sofort wiederhergestellt, die sofort wiederhergestellt wird. Ja, nehmen wir den. Geht mir dann von dem Set auch nur noch einer. Schuhe. So, hier. Nix tritt Granatencase näher weg. Nix kann mehr Gegner gleichzeitig ablenken, allerdings mit reduzierter Reichweite. Nehmen wir mal das hier. So, dann haben wir hier zusätzlich Credits, mehr Adrenalin. Nö, wir bleiben bei Credits. Kleiner Teil der Gesundheit, wenn man im Nahkampf jemanden niederschlägt. Das passt aber eigentlich. So, ich habe ja eh genug Platz hier. Zack. Das ist in Ordnung. Dann haben wir das hier. Bis dann, ND 5. In Ordnung, okay. Ach, guck mal, hier geht denn die Klappe gar nicht auf, auf der Landestation. Okay, fang am Alcazar an. Das ist eine Kantine, die einem örtlichen Gangster namens Surat Nuat gehört. Wenn dein Droidenschmied so gut ist, wie du sagst, dann kennt Surat ihn. Kannst du mir sonst noch was über den Kerl erzählen? Surat ist ein Schmuggler. Er nutzt die Katakomben unter der Stadt, um seine Ware zu transportieren. Er ist ein Psychopath und hat angeblich einen Streit mit den Pikes in Myra angefangen. Danke, das hilft. Wenn du Surat getroffen hast, dankst du mir nicht mehr. Achtung führen! Schön hier. Bisschen verregnet, aber schön. Unser
Satrap gemahnt uns, dass jeder dafür verantwortlich ist, dass der Aufenthalt unserer imperialen Gäste angenehm verläuft. Unsere imperialen Gäste, aha. Es geht ja schon mal gleich gut los. Was haben wir denn für Möglichkeiten? Also der Druidenschmied ist erstmal hier. Dann haben wir hier einen Händler. Und, aber keine Gelegenheit. Na gut, finden wir erstmal den. Willst du das haben, Nix? Guter Junge. Das sieht schon fett aus, also das muss man im Spiel mal lassen. Es sieht schon sehr fett aus. So ein Truppler wollte auf einen Balla-Balla-Wagen springen. Ist direkt in einem Baum gelandet. Die schicken immer mehr. Balla-Balla-Wagen. Mit Akiva kommt es, klar. Neulich habe ich eine getarnte Patrouille gesehen. Schön mit den Insekten, die hier so rumfliegen. Na guck mal, da ist mal ein Sturmtruppler. Und da sind die Streaming-Probleme. Sie einfach nix. Ah, guck mal, das sind hier diese Viecher aus... Aus welchem Teil sind die? Also ich glaube irgendwie aus Episode 1 bis 3. Irgendwie da waren die doch mit drin, oder? Mir ist ein Damm. Braun, trocken und tot. Mich hat die Flut vorher nie getroffen. Jetzt stand das Erdgeschoss meines Ladens unter Wasser. Alle getrockneten Palmblätter sind völlig hin. Ob das Wasser zu den Katakomben geleitet wurde? Keine Ahnung. Aber mein Haus ist jetzt ein Feuchtgebiet und die ganzen Tiere kommen zu mir. Ich schwöre, wenn mir beim Aufwachen noch mal eine Jaja-Fliege auf dem Gesicht sitzt, dann setzen Sie sich mit der Stadtverwaltung. Ja, das möchte niemand. Das kann ich total verstehen. Diese Jaja-Fliegen. Geil. Ich dachte, der Vögel war so mehr statt so auffällig im Weg. Nein. Na? Du willst mir doch bestimmt anbieten, dass du interessante Entscheidung. Dich bestechen lässt. Das Imperium sieht überall Potenzial. Nehmen Sie mich zum Beispiel. Ich stamme aus einem üblen Dreckskaff. Konnte nicht mal meinen eigenen Namen schreiben. Und das haben Sie dann gelernt? Jetzt habe ich eine wichtige Rolle. Bewirke etwas. Noch können Sie sich einschreiben, bevor wir die Rekrutierung für diese Saison beenden. Die beste Gelegenheit. Wirklich? Na, wer kann schon zu einer Gelegenheit Nein sagen? Werden Sie Teil von etwas Größerem. Und wenn Sie schon mit Blastern umgehen können, kriegen Sie eine Einschreibeprämie. Die beste Entscheidung, die Sie je treffen werden. Ja, bestimmt. Bei Interesse melden Sie sich bei der Landeplattform. Sie können die Schlange nicht übersehen. Okay, es ist doch keine Bestechung, sondern es geht um... Rekrutierung. Vielleicht habe ich einen Auftrag für dich. Du kommst wieder. Weiß nicht. Wenn du wegen des Sabak-Turniers hier bist, kommst du zu spät. Was? Nein, garantiert nein, ich nicht. Ich muss deinen Boss sprechen. Nur zu. Surat ist gerade hinten. Danke. Wird hier viel Sabak gespielt? Es sind ein paar Profis in der Stadt und jeder in Myra will es mit ihnen aufnehmen. Gut zu wissen. Hey, Jaylen, bist du da? Ich werde gleich Sura treffen, aber ich muss ihm irgendwas anbieten. Wenn du glaubst, diese Profispieler... Warum bietest du ihm nicht Gewürze im Austausch für Informationen zu deinem Freund? Oh, ja, das könnte klappen. Betrachte es als Investition und pass auf dich auf. Komm schon, ich bin gut im Sabak. Ich kann mit den reichen Zockern mithalten. Du kapierst es nicht.
Die Spieler in diesem Kellerclub sind Legenden. Die Besten der Galaxis. Glaub mir, du hast mehr Glück, wenn du auf Glückswürfel wettest. Nie unterstützt du mich. Weißt du das? Es gibt einen privaten Spielsaal, okay. Guck mal, hier stehen sogar ein paar Offiziere rum. Spritziger Kaktus. Das ist aber ein geiler Pferdename. Was haben wir hier? Achso, okay. Das ist... Konsole. Schon weiter nach hier unten, oder? Ja. Also, in diesem Spiel kriegt man ständig Hunger. Ein geiles Essen. Hey, ich muss noch schnell zu Surat. Klar. Viel Glück. Das wirkt nicht so vertrauenserweckend. Oh, Kriff. Wer ist das? Jemand, der mich hintergangen hat. Und jetzt raus. Warte, ich habe etwas, das dich sehr reich machen könnte. Ich brauche nur ein paar Informationen. Welche Art Informationen? Ich suche einen Rodianer namens Gedeek. Ich brauche nur einen Ort. Sprich weiter. Ich habe 2 Lieferungen Sansana-Gewürz. Sie gehören dir, wenn du mir sagen kannst, wo Gedeek ist. Verstehe. Abgemacht. Du findest einen Rodianer in einer imperialen Forschungsstation, falls das Huttenkartell ihn nicht schon eliminiert hat. Was? Wieso? Was hat er getan? Frag ihn doch, falls du zuerst ankommst. Es ist mein Bruder. Was? Der Mann in dem Tisch. Er hat mir ein Auge genommen. Also habe ich ihm alles genommen. Oh, ja. Ich sehe die Ähnlichkeit. Autsch. Autsch. So, also hier müssen wir zu einer imperialen Basis. Hey, ND5, Jalen? Ich habe einen Tipp zu Gedeek bekommen. Er arbeitet in einer imperialen Forschungsstation. Ein Imperialer? Dann lassen wir das lieber. Gedeek hatte keine Wahl. Es hieß Dien oder Gefängnis. Sollten wir sonst noch was wissen? Er hat sich ein paar Feinde auf Akiva gemacht, aber darum kümmere ich mich. Mach das, Kay. Das alles hat mich schon genug gekostet. Nur für die Akten. Das ist eine schreckliche Idee. Die mal alle mit ihren Akten, ey. Was sind das für Gauner, die Akten haben? Gut, okay, es sind natürlich die schlimmsten Gauner, weil es Wirtschaftsverbrecher sind. Die meisten Schäden machen. Aber keine Sorge, die werden auch am wenigsten bestraft. Also, da ist privater Spielsaal, hier ist Auftragsgeber, hier können wir das Schiff verbessern. Das ist eine Wege, um rauszukommen aus der Stadt. Und gucken wir mal kurz, was ist das Ding? Tatooine der Söldner, da gehen wir erst danach hin. Andere Gelegenheit auf Tatooine. Ich hätte schon fast ein bisschen Bock, nach Toshara zurückzukehren und zu gucken, was da geht. Andererseits mal kann einfach der Hauptquest folgen. Du solltest steuern, Bürger. Ich schulde dir gar nichts. Du bezahlst die Satraps und sie bezahlen uns. Kapierst du das? Aber meine Charasat geht nicht auf, ehe der Monsun nicht vorbei ist. Keine Sorge, das Imperium sorgt für dich.
Ja, wir haben ein schnuckeliges Gefängnisschiff im Orbit. Da gibt's keinen Charra. Na schön. Ich kann das Geld beschaffen. Ich schwöre es. ND5. Hier sind eine Menge Imps. Sorg dich eher um die Gefahren, die du nicht siehst. Die Syndikate kämpfen um die Kontrolle über den illegalen Markt auf Akiva. Es geht um viel Geld. Sei vorsichtig, Kay. Ich hoffe, du findest, was du brauchst. Vor allem, es waren doch jetzt auch nur zwei. Bis bald. Doch nicht so wild. War schön hier. Also wirklich, wirklich schön. Oh, was ist da hinten? Sag mal. Ah, okay, das ist das Huttenviertel. Na gut, bin schon weg. Na gut. Noch will ich mich nicht mit denen anlegen. Kann man sich nur hinsetzen. Irgendwas riecht hier lecker. Oh, ich genug Geld für was zu essen dabei? Das könnte ich jetzt vertragen. Oh, ein Curado-Obstteller, bitte. Oh, ein Obstteller. Das ist nett. Guck mal, während er hier das vorbereitet, bereitet das Spiel noch die Texturen vor, die geladen werden müssen. Geduld, Kumpel. Sehr gut. Sehr gut. Oh, ist das nur eine? Oh nein, wir müssen teilen. Das nennen die einen Obstteller. Lass uns essen. Geil. Oh, wow. Schnapp sie dir nix. Andere Welten, andere Sitten. Lässt sich auch gar nicht stören, das Insekt, oder? Das ist dem völlig egal. Abklatschen. Ah, nee, ablecken. Nein, du. Mit der Pfote. Ah, geil. Ja, genau so. Dann legen wir mal los. Das ist geil, wenn man so denkt, ja, okay, jetzt ist die Sequenz vorbei. Nö, wir hängen da noch ein bisschen mehr an. Magst du lieber die Curado oder die Kapuppi fliegen? Das ist lecker. Die Kapuppi-Fliegen habe ich nicht erwartet, aber das war gut. Dankeschön. Also das ist echt süß mit den Fliegen, dass die da rauskommen und dass sie es allen Ernstes auch noch essen. Durch den Dschungel abkürzen.
Habe ich das gerade kaputt gemacht? Hm, okay. So viel zum Zuhören. Ich wollte eigentlich nochmal nachgucken, wie die, wo die Rekrutierungsschlange ist. Ich habe Teile für alle Arten von Repulsorliftantrieben. Ja, aber ich habe kein Geld für nichts, ne? Nee, es reicht für nichts. Schade. Vielleicht ja morgen. Also allein wie voll auch wieder dieser Dschungel ist. Hierfür brauche ich den Gleiter. Das war ja auch bei Dings so krass, bei dem Ghost Recon, nicht Wildlands, Wildlands auch, aber auch das andere. Mensch, wie hieß denn das letzte? Fällt mir gerade den Namen nicht ein, aber ihr wisst, was ich meine. Wollte ich eigentlich auch immer mal nochmal spielen, weil wenn man da komplett so das Hut runterfährt und dann halt ohne diese Waffenlevel spielt, sondern quasi eher so ein bisschen im Hardcore-Modus, dann ist das auch durchaus spannend. Da gibt es auch, glaube ich, ein paar interessante Mods, die zum Beispiel auch so die Sichtweiten und die von Gegnern, wie weit die einen erkennen können, sehr stark nach oben schrauben. Und die zum Beispiel dann auch das ganze Spiel. Notbremse. Alter, so viel zum Thema Notbremse. Du Arsch, du. Die das Spiel halt dadurch deutlich taktisch anspruchsvoller machen. Ein paar Videos von gesehen, das war echt ziemlich beeindruckend. Gut gefallen. Unverändert, Ende. Haben sie ganz schön gepatcht dann noch mit den KI-Begleitern und im Grunde genommen alles so hingebaut, wie es bei Ghost Recon Wildlands über weitere Strecken war. Einzige, was sie nicht gemacht haben, was sie nie repariert haben, ist die Hubschraubersteuerung. Da haben sie halt nur diese einfache Hubschraubersteuerung aus dem späteren Updates von Wildlands. Die sind, muss man leider sagen, die waren nicht so geil. Die Original-Hubschraubersteuerung war auch nicht unbedingt perfekt, aber mit ihr ließ sich zumindest cool, also ließen sich halbwegs noch coole Manöver machen mit der neuen, die so runtergedummt, so anspruchslos und aber dadurch auch so optionslos und so facettenlos, dass es halt echt nur noch öde war. Ich überhaupt. So, jetzt bin ich hier einmal außen rumgelaufen, oder? Jetzt hier rausgehe. Ja, hier in der Mitte stehen die Schiffe auf den Plattformen und ich bin einmal außen rum und dann kann man hier quasi in den anderen Dschungelbereich fahren und die Basis ist ganz hinten, das ist ja interessant. Durcharbeiten muss, weil es am Ende wahrscheinlich nicht so weit ist, wie es jetzt vielleicht hier so wirkt. Komm schon. Erstmal alles durchladen. Bisschen Probleme. Zuckel, 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 zuckel. Na guck mal, so kommen wir hinten am Schiff an. Da schließt sich der Kreis. Und hat er nicht gesagt, irgendwo am Raumhafen gäbe es die lange Rekrutierungsschlange, die man gar nicht übersehen könnte? Zeig mal, wo soll das sein? Sie nirgendwo eine lange Schlange zum Rekrutieren. Und auf der Karte ist auch nichts angezeigt. Nein. Na gut, na gut, na gut. Ich würde mal sagen, jetzt hier ein Päuschen. Und dann spiele ich nach dem Sommerurlaub weiter. Und hoffe mal, dass es bis dahin vielleicht den einen oder anderen Patch noch gab. Genug Zeit haben sie jetzt zumindest erstmal in den nächsten Wochen, denn ich bin nicht da. Also die nächsten Ausgaben werden ein bisschen auf sich warten lassen. Ich bin so ungefähr, also wir sind ab dem 10. Oktober sind wir wieder zumindest in Deutschland, aber werde ich wahrscheinlich erstmal MechWarrior 5 Clans spielen, falls es tatsächlich am 3. Oktober rauskommt und nicht nochmal verschoben wird. Und danach dann Star Wars weiter.
Oder so ein bisschen parallel, mal gucken. Aber ja. Gut, dann war es das erstmal mit Star Wars Outlaws, bis ich weiterspielen kann. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.